Willkommen zu Scudetto TV, an Tagen, an denen man am liebsten immer nur singen möchte. Gast diese Woche Mr. Fallrückzieher Klaus Fischer. Hallo. Hallo. Eigentlich haben wir geglaubt, wir würden um Kali Kalmund irgendwie drumherum kommen. Doch sein Kali TV ist einfach zu fantastisch und seine Ergebnistipps sind immer noch erste Sahne. In der Schalke Arena brennt die Luft aber hundertprozentig. Wir müssen beide punkten. Ich tippe einfach mal auf Unentschieden. Wer sich allerdings fragt, wie Kali Kalmund sein eigenes TV überhaupt finanziert, der sollte einmal seinen Shop besuchen. Kaffeetassen und Schürzen mit originellen Sprüchen treiben das Geld sicher säckeweise ins Haus. Ich lese keine Bücher ist ein Zitat, das ihm bis heute nachhängt, oder? Das stimmt. Ich habe mal diesen Ausspruch getan. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich, ich kann kein Buch lesen, weil ich muss raus. Ich muss lieber gehe ich raus laufen, als dass ich mich irgendwo hinlege und ein Buch lese. Natürlich habe ich verschiedene illustrierte, viele Sportzeitungen. Und ich habe aber ein Buch mittlerweile gelesen, das ist mein Buch, das ich geschrieben habe, Fallrückzieher und mehr. Ein bisschen Werbung in eigener Sache hat noch nie jemand geschadet. Das hat sich wohl letzte Woche auch die PR-Abteilung des VfL Bochum gedacht. Und Chapeau. Wer ein bisschen näher hingeschaut hat, muss anerkennen, auch die vermeintlich Kleinen können beißen. Zwischen feinsinnigem Humor und einem schlechten Scherz liegen manchmal Millimeter und manchmal Welten. Wie man allerdings mit einem einzigen Schlag jeglichen Restbestand an Sympathien verspielen kann, zeigt diese törichte Aktion eines Leverkusen-Fans am letzten Wochenende in Bochum. Und weil diese Aktion natürlich irgendwie bestraft gehört, lauschen wir jetzt dem Lied Die Nummer 1 der Bochumer A-cappella-Gruppe Wireless. In dem Krieg ist ein Ofenstein, stehen auch Topstars auf dem Feld. Doch wir lieben unser Bochum, man steht gleich auf mich hier. VfL, die Nummer 1 im Bochum, sie sind wir. 1978 haben Sie auch das wunderschöne Lied Buenos Dias Argentina mit Udo Jürgens eingespielt. Haben Sie auf der Aufnahme eigentlich irgendwo Ihre Stimme entdecken können? Ja, ich komme aus Bayern und das kommt immer wieder durch. Und wenn ich dann zu laut singe, dann kann das durchaus möglich sein, dass man im Hintergrund ja, meine Stimme gehört hat. Früh übt sich, wer ein großer Sänger werden will. Doch auch im Alter kann man sich vom Nachwuchs noch so einiges zeigen lassen, wie man sehr schön in diesem Video sieht. Für die bekloppten Karlsruher, die ihren sogenannten Pyrosieg in Stuttgart immer noch euphorisch feiern, sollte die Initiative Jedem Kind ein Instrument vielleicht einmal tüchtig in die Tasche greifen. Vorbild hierfür der Superfan Fioretti, der in den 80er Jahren unter dem Motto blies: Statt Leuchtraketen lieber Trompeten. In Karlsruhe sollte man sich sowieso lieber an die glorreichen UEFA-Pokalschlachten, beispielsweise gegen den FC Valencia mit dem unglaublichen Eddie Schmidt, erinnern. Wie so etwas aussehen könnte, zeigt sehr schön dieses Video. 6 zu 0, liebe Freunde. Klasse. Eddie. Wie schön kann Fußball sein? Die Weisheit der Woche stammt diesmal vom Abstiegsexperten Jörg Berger. Und der hat einmal gesagt: Dass wir heute verloren haben, ärgert mich noch viel mehr, als dass ich morgen Geburtstag habe. In diesem Sinne Glück auf und versucht es auf den Bolzplätzen dieser Welt trotz der folgenden Worte einfach immer weiter. Fallrückzieher trainiert man nicht. Fallrückzieher kann man oder kann man nicht.